Captain Green. Captain Green, ich habe gemeint, sagt der GV vom Gewerbeverein. Was machen Sie da? Wir haben keinen Flughafen in Nürnberg los. Den suche ich eben. Den suche ich? Ja, den suche ich eben. Dann sitzen Sie auf dem Holzweg. Entschuldigung. Ich kann ja wieder davor fliegen, wenn es mir nicht passt. Sind die nicht grounded hier bei der Airline? Was sind die für Airline hier überhaupt? Greenair. Das ist die sicherste Fluggesellschaft. Und das überste wahrscheinlich, ja. Die sicherste, weil da ist noch nie einen abgestürzt. Hören wir noch von Ihnen? Sie hören noch von mir. Es ist auch noch nie einen gestartet. Dann freuen wir uns. Alles Gute. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Ja, danke, merci. Herzlich willkommen zum 75-Jahr-Jubiläum vom Gewerbeverein Würenlos. 75 Jahre, ein runder, grosser, langer Geburtstag, seit 20 Jahren und 9 Monaten im gleichen Business. Mit dem Slogan «Unlösbare Probleme sind unser Rohstoff». Unlösbare Probleme sind unser Rohstoff. Der Satz müssen wir sich mal auf die Zunge lassen gehen. Ich habe das Gefühl, das ist der Grund, warum er Präsident ist vom Gewerbeverein in Würenlos. Unlösbare Probleme, die er, weiss es auch nicht, einfach das Reizende in seinem Leben, in seinem Berufsleben. Ich begrüße ganz herzlich den aktuellen Präsidenten vom Gewerbeverein Würenlos. Herzlich willkommen mit einem Tosenapplaus, der Michael Spüler. Ist das der Grund, warum du Präsident bist hier im Gewerbeverein Würenlos? Ja, das ist nicht ganz so sicher, aber vielleicht kann das durchaus so sein, dass es ein paar unlösbare Probleme auch im Gewerbeverein gibt. Ja. Ist das so? Und traust du dir zu, die Probleme zu lesen oder übergibst du das dann einfach am nächsten Präsidenten? Ja, im Moment haben wir ein sehr grosses unlösbares Problem, das ich nicht wahnsinnig viel machen kann dagegen. Das ist der ganze Corona. Ja. Aber es gibt sicher noch ein paar andere Sachen, wo ich probiere, natürlich meinen Beitrag zu leisten. Zusammen mit dem Vorstand natürlich. Also allein ist man gar niemand. Und ja, ich denke, mal schauen, was die Zukunft noch gibt. 75 Jahre Gewerbeverein Würenlos. Irgendwann hat das ja mal angefangen. Wie hat es angefangen? Also das war ja 1946, wenn man rechnet, dann stimmt das tatsächlich. Ein lösbares. Das ist jetzt eine lösbare Aufgabe, genau, das ist jetzt noch gut. Etwa so Ende April 1946 war das, wo es ein Organisations- oder ein Aktionskomitee, oder wie das geheißen hat, ins Leben gerufen worden ist, zum Gewerbeverein. Der hat damals aber Handels- und Gewerbeverein geheißen und dort hat eine Gruppe hat sich hier engagiert, um so einen Verein zu gründen, der sich ums Gewerbe, eben um die Läden damals kümmern und in der Gemeinde eigentlich vertreten. Jetzt komme ich zu einem ganz unrühmlichen Thema in einem Verein. Und zwar 75 Jahre. 75 Jahre. Und nur eine einzige Präsidentin. Ist das Gewerbe männlich?
Da muss ich jetzt erst mal alle Schuld von mir weisen. Ich bin doch nicht zuständig. Das sind Sie. So lässt er seine unlösbaren Probleme. Ja, ich weiss es nicht. Es ist ganz interessant. Wir haben in der Vergangenheit, also in der Zeit, in der ich im Vorstand bin, haben wir einen erhöhten Anteil an Frauenunternehmerinnen im Gewerbeverein drin. Ich denke, da ist eine grosse Bewegung jetzt tatsächlich auch im Tun. Ich finde das super. Und mittlerweile haben wir auch tatsächlich bei der Minderheit, im Vorstand haben wir eine Mehrheit Frauen. Das ist eine coole Sache. Die haben mich übrigens, das ist nur so eine Anekdote, wenn ich das so schnell darf reinbringen. Oder so. Das ist so die Diskussion gewesen, was ist die Vorschrift? Ich habe dann im Vorstand so gesagt, ja, müssen wir das irgendwie notieren, was die Vorschrift ist? Und meine Frauenmehrheit hat gesagt, nein, das ist klar. Es haben sich ein paar Frauen bei mir gemeldet und gefragt, was muss ich jetzt anlegen? Ich habe mich dann an meine Frauenschaft verwiesen und gesagt, ich habe keine Ahnung. Herzlich willkommen, der Nico Kunz, Vizeamann von Mürlos. Was, wie spielen die Spitex-Frauen für eine Rolle in deiner Freizeit? Gut, ist eine gute Frage. Ich stelle Ihnen mal nur gute Fragen, gell? Mit der hast du aber nicht gerechnet. Ich ringe gerade mit einer politisch korrekten Antwort. Du kannst mir die unpolitisch korrekte Antwort nachher sagen. Nein, ja, das ist einfach hängen geblieben. Wir bezeichnen das schön als Ehrenamt. Mhm. Und Ehrenämter machen wir in der Freizeit. Und entsprechend bin ich Spitex-Präsident in meiner Freizeit. Mhm. So. Seit Mai aber nicht mehr. Aber. Das heisst, ich muss irgendwo anders neu mit 27 Frauen suchen. Ja, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Gerade während Corona-Zeit, oder? Du hast jetzt 3 daheim. Ah, das ist, ja. Hast du ein sogenanntes Weiberhaus daheim? Ja, aber ich will nicht 24 Kinder mehr. Okay, gut. Also, dann hätten wir das auch so weit geregelt. Vizeamann, Gemeinderat hier in Würlos. Mich nehme schon wundern, wie schafft oder wie funktioniert oder wie ist das Zusammenspiel zwischen Politik und dem Gewerbeverein? Wie läuft das ab? Also, zum einen gibt es immer einen regelmäßigen Austausch. Wir sagen im Gemeinderat immer schön, es gibt nicht nur FDP, SVP, SP etc., sondern es gibt eben auch den Gewerbeverein als politische Kraft im Dorf. Man tauscht sich sicher aus, sei es formal an irgendwelchen Sitzungen mit dem Vorstand oder dem Vertreter des Vorstands. Man tut sich aber sicher auch informell austauschen, dadurch, dass einige Gewerbevereinsmitglieder in irgendwelchen gemeinderätlichen Kommissionen Mitglied sind. Jetzt das Wort übergeben, und zwar dem Vizepräsidenten vom Aargauer Gewerbeverein, Andreas Meyer. Herzlichen Applaus! Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gewerblerinnen und Gewerbler, sehr geehrter Präsident Michael, geehrte Vorstandsmitglieder, geehrte Vertretung vom Gemeinderat. Im Namen und Auftrag vom Aargauischen Gewerbeverband darf ich euch die besten Wünsche und Gratulation zum 75-jährigen Bestehen überbringen. Gründungsmitglieder sind ja längst nicht mehr unter uns, aber ihr pflegt das Erbe sorgfältig weiter. Es war schon mal eine Aufgabe der Zünftbedürfnisse in der Gesellschaft, im öffentlichen Leben gegenüber dem Staat zu behaupten. Heute im modernen Staat brauchen wir dazu eine gute Struktur, eine gute Vernetzung. So ist auch der Aargauer Gewerbeverband eure erste Dachorganisation. Und über deren gibt es noch den nationalen Schweizerischen Gewerbeverband. Und über deren werden auch Netzwerke gepflegt zu unseren Nachbarländern, zu der EU, in die ganze Welt. Da zum Beispiel ist die Euroskills dieses Jahr in Graz oder in Malaysia die Worldskills beste Beweis dafür. Jetzt hoffe ich, dass wir allmählich dann aus der Corona-Krise rauskommen und dass wir das weiterpflegen, was wir jetzt in dieser Krise haben können, nämlich Zusammenhang. Michael hat es erzählt, dass wir lokale Kontakte pflegen und so eigentlich zu einem ganz wichtigen Pfeiler sind von der Gesellschaft. Ich danke dem Gewerbeverein und allen Mitgliedern für euren wichtigen Beitrag in der Gesellschaft, für die Ausbildung des Nachwuchs, für die Ausstrahlung, die wir haben. Ich schreibe hier zum Geschichte mit dem Pilger, will ich jetzt nicht überschätzen, aber ich will versuchen, das einfach euch zu danken sagen
für den Einsatz im zugunsten unserer Gesellschaft. Herzlichen Dank. Also, der Aargauer Gewerbeverband hat einen Zweierbob geschickt. Ich melde jetzt den Zweiten hier zu mir auf die Bühne bitte. Das ist der Bezirksdelegierte, der Flavio De Nando. So ein 75-Jahr-Jubiläum von einem regionalen Gewerbeverband. Was hat das für einen Stellenwert jetzt für den ganzen Kanton? Das hat sehr einen grossen Stellenwert, weil, wie es Michael vorhin schon gesagt hat, die Zusammenführung von diesen Gewerbeverbänden zum miteinander für die Wirtschaftspolitik einstehen, die Rahmenbedingungen für die Unternehmen verbessern, das ist ein alltägliches, andauerndes Thema. Wir haben es jetzt gerade in den letzten Jahren in der Pandemie erlebt. Da hat der AGV eigentlich wirklich eine grundlegende Arbeit gemacht, dass die Unternehmen gewusst haben, in welche Richtung es geht. Sie sind gekämpft für die Rahmenbedingungen, dass wir auch offen halten können. Eben der Andreas hat es jetzt vorhin gesagt, wo wir im Dezember zugemacht haben, sind alle die anderen Kantone gepostet. Ja. Das war für uns natürlich eins als Bein gewesen, ja. Der Gewerbeverband Würenlos hat 75 Jahre Jubiläum. Jetzt nehmen wir doch dir mal ein kleines bisschen unter die Lupe. Und wer kennt das besser als der Bezirksdelegierte? Was stellen wir dem Gewerbeverband Würenlos für ein Zeugnis aus? Jawohl, ich habe die letzten paar Wochen intensives Audit gemacht und habe probiert, den Gewerbeverein Würenlos auszukundschaften. Genau. Nein, also ich muss sagen, ich arbeite ja schon seit über 8 Jahren mit dem Gewerbeverein Würenlos zusammen. Wir haben da miteinander verschiedene Projekte können machen auf überregionaler Ebene. Mein Ziel ist ja auch die Vernetzung der Vereine, dass die miteinander auch zusammen Projekte machen können. Und was mir besonders gefällt bei Würenlos ist der aktive Verein mit den verschiedenen Messen, die sie haben. Frühlingsmesse, Christkindlmärkt oder eben auch in der Berufsbildung, wo sie wirklich aktiv in die Schulen hineingehen, den Schülern auch zeigen, es gibt auch etwas anderes als nur eine Bezirksschule oder Gymi oder Kanti oder was auch immer. Und ich denke, wichtig ist, dass wir unser duales Berufsbildungssystem eben lokal weiterbringen können. Geschätzte Michael, geschätzte Vorstandsmitglieder, geschätzte Mitglieder des Gewerbevereins Würenlos, ich wünsche allen ein schönes Fest, gutes Gelingen heute und natürlich viel Kraft in die Zukunft. Wir werden viel Energie brauchen und ich wünsche euch, dass ihr möglichst viele neue Mitglieder gewinnt, weil die werden wir auch brauchen, trotz der Internationalisierung und Digitalisierung. Erst recht, und dann braucht es eigentlich einen Gewerbeverein. Danke vielmals. Viel Vergnügen mit der Musikgesellschaft Würenlos! Also bei uns sind es da die Spielleiter vom heutigen Abend, der Sven und der Michi. Sven, vielleicht zuerst an dich. Ich kenne ihn eigentlich natürlich sehr gut. Du warst auch ein Privalsieger mit dem Stefan, mit dem René Rindersbacher zusammen im Edelmeisen Co. Du hast damals Schule gegeben, es hat Leute da dabei. Hast du noch irgendeinen Schüler gefunden von Würenlos?
Also im Moment habe ich noch niemanden gesehen. Ich glaube, die wären schon gekommen, wenn sie jetzt gesehen haben, dass ich hier moderiere. Aber es ist lustig, in den 13 Jahren, als wir mit Edelmeiss unterwegs waren, jetzt gibt es immer wieder mal ehemalige Schüler gegeben, die sind Programm schauen und sich nach dem Programm dann bei mir gemeldet haben. Das hat mich natürlich extrem gefreut. Und es war eine wunderbare Zeit hier in Würenlos, die 3 Jahre, die ich kennengelernt habe. Ich muss sagen, die Welt nicht missen. Und darum werde ich euch ein kleines bisschen wehmütig, wenn ich auf der Bühne stehe, wo ich mit meiner 5. Klasse die Rattenfänger von Hameln inszeniere. Das hast du sehr schön inszeniert vorher. Wieso bist du zu Würenlos gegangen? Hat dich die Würenloser Schüler so hässig gemacht, dass du fluchtartig Würenlos hast müssen verlassen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe extrem gerne Schüler gegeben und ich habe eine super Klasse gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dazu mal muss ich euch ehrlich sagen, ist der Lehrerberuf hat nicht wirklich eine Perspektive angeboten. Rein monetär wie euch nicht von der Entwicklung her. Und darum habe ich dann das Gefühl, ich muss noch etwas anderes kennenlernen. Und bei den Medien als Quereinsteiger zuerst zu Tele24, Tele Zürich. Und nachher bin ich dann 5,5 Jahre Kulturjournalist im Schweizer Fernsehen. Ja. Und so bin ich dann halt eben wirklich auch so ein bisschen in der ganzen Journalismusküche dann drin gekommen, bis wir dann mit 2005 dann mit Edelmeiss angefangen haben. Jetzt hast du, glaube ich, eine eigene Firma, du hast dich auch vermarkten. So. Die Corona-Zeit war sicher für dich schwierig. Wie stellst du dich? Bist du auch irgendwie im Gewerbeverein? Bist du ja von Art ja ein Gewerbler? Oder wie hast du den Bezug zum Gewerbe und wie ist dir jetzt gegangen in dieser Corona-Zeit? Wie hast du dich im Wasser gehalten? Gut, das ist natürlich für die ganze Szene, für das ganze Genre, ist extrem schwierig gewesen, die Corona-Zeit, oder? Und ich habe das Gefühl, es wird noch relativ lang andauern, weil es braucht nicht nur die Möglichkeiten vom Bund, die man dann bekommt, was man wieder darf machen, sondern es braucht eben auch Verarbeitungszeit, psychologische Verarbeitungszeit bei den Leuten, bis die wieder Lust haben, irgendwo live in einen Saal zu gehen und eben irgendwelche Acts, Live-Acts zu schauen. Ich habe im Moment habe ich gar keine Gedanken und Pläne, wieder auf die Bühne zu gehen. Ich habe mich dann halt wirklich beruflich wieder ein bisschen neu erfinden. Und durch das, dass ich halt schon relativ viel gemacht habe, kann ich das eine mit dem anderen wieder ein kleines bisschen verbinden und mag mich eigentlich recht gut über Wasser behalten. Hast du eine Frage, die der Alpert immer wieder gestellt wird? Gibt es mal eine Reprise mit dem René Rindlisbacher? Ja, also im Moment ist überhaupt nichts geplant. Ich hatte dann irgendwann mal einen runden Geburtstag und da sehen wir uns dann wieder. Er ist ja jetzt unterwegs mit seiner Tochter und die machen das gut und das ist auch super. Und wir haben eigentlich so in einem guten Moment aufgekehrt. Wir waren sehr erfolgreich und haben eine super spannende Zeit gehabt. Und wie es so ist im Leben, dann müssen wir irgendwann mal einen Schlusspunkt setzen und das gibt wieder neue Freiheiten, es gibt wieder Möglichkeiten für neue Projekte. Und ihm ist Scheissprojekt mit der Tochter eins und ich habe andere Projekte und von dem her heisst wir nach wie vor sehr gut privat, aber wir sind jetzt nicht mehr zusammen verbühnen, das ist halt... Gut, danke vielmals, du bist ein Privalo-Sieger. Michi, Gewerbeverein Würenlos, auch Privalo-Sieger, oder können ihr da mit den jungen Lehrlingen, die wir jetzt gehört haben, weltweit, super gut, was tun ihr dazu beitragen, dass ihr auch mal so einen Preis gewinnen könnt? Ja, das wollen wir noch schauen, was für einen Preis das man gewinnen könnte. Vielleicht müssen wir noch einen erschaffen, den man für das Gewerbe effektiv gewinnen kann. Natürlich unterstützen wir sehr stark unsere Auszubildenden, also die Lehrlinge etc., die ja durch den Preis gewinnen können, national und international. Und da hoffen wir, dass wir dort einen Beitrag dazu leisten können. Wie stolz ist es der Präsident, wenn er da die Ansprache halten vor dem Publikum als 75 Jahre Jubiläumsfest da? Ja, es ist schon noch sehr speziell, weil es ist natürlich doch eine lange Zeit, die vergangen ist und es ist wie auch ein bisschen ein Zufall natürlich, ob man gerade dann halt zum Zug kommt, wenn das 75 Jahre Jubiläum stattfindet. Irgendwann wird ein 100 Jahre sein und dann werde ich dann irgendwie einer von den uralten Präsidenten sein, der vielleicht dann mal einmal noch mitkommen darf. Wäre auch noch eine coole Sache. Noch eine andere Frage, wir haben hier aus der Kulturszene jemanden, im Gewerbe ist etwas anderes, braucht es vielleicht ein bisschen mehr Kultur, braucht es vielleicht ein bisschen mehr andere Mittel, dass das Gewerbe wieder erfolgreicher wird? Also ich denke, Kultur ist ein ganz wichtiger Punkt. Man sieht es auch jetzt hier in dieser Veranstaltung. Ein sehr grosser Teil von dieser Veranstaltung ist kulturell. Also wir haben eben den Sven hier, oder? Wir haben Musikgesellschaft hier, wir haben Musikerin hier, wir haben Künstler hier, wir haben alles Mögliche hier. Und man sieht, es geht nicht ohne. Es ist miteinander und es ist ganz, ganz wichtig, dass beides funktioniert. Wenn ich lese bei der Gewerbeverein-Homepage, steht drauf eben Interessenvertretung der Dorfpolitik, Berufswahlvorbereitung in der Schule, Kontakt im gewerblichen Umfeld pflegen, Mitgliedschaft im Magischen Gewerbeverband, Weihnachtsdekoration. Sind das noch Ziele, die man heute hat, oder ist die Homepage überaltert? Also es ist tatsächlich so, dass wir die Homepage erneuern wollen, das ist so. Wir haben jetzt in dieser Corona-Zeit wie eigentlich andere Prioritäten gehabt. Wir haben aber das Projekt budgetiert, eine neue Homepage. Da werden sicher auch neue Inhalte kommen.
Der mit der Weihnachtsbeleuchtung ist natürlich ein Punkt, der immer wieder angesprochen wird, das ist tatsächlich so. Und da sind wir ein bisschen hinterher gekommen. Wir hoffen aber wirklich, dass wir jetzt demnächst etwas präsentieren können. Die Frage ist eigentlich fast eine andere gewesen in diesem Bereich. Kann man mit den Punkten, die wir jetzt aufgeschrieben haben, können wir mit dem überhaupt noch weiter in ein Geschäft machen? Geht es heute nicht über das Internet und über Preise vor allem? Ja, also ich denke, dass das Wichtige in einem Gewerbeverein, den wir hier lokal haben, ist effektiv das Netzwerk. Das Netzwerk, dass man sich miteinander kennt, dass man sich aushelfen kann, dass man miteinander etwas erreichen kann, auch überhaupt im geschäftlichen Bereich, dass man sich gegenseitig berücksichtigen kann. Das ist der absolut wichtigste Punkt. Da gibt es natürlich die politische Komponente, die jetzt in unserem Verein vielleicht ein bisschen moderat gehalten wird. Wir haben aber hier im Backup haben wir den Aargauer Gewerbeverband AGV, der das sehr gut macht, der auch unsere Interessen sehr, sehr gut unterstützt. Gut, dann danke euch vielmals und einen ganz schönen Abend miteinander. Vielen herzlichen Dank. Danke für Drücken, Bürgerlos. Ja, ja, ich genieße es. Super, ja. Jede Minute, die ich hier zu Bürgerlos bin. Toll, haben wir gerne bei uns. Es gibt ziemlich guten Wein. Captain Green! Wow! Wow, wow! Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie gehört haben. Mein Name ist Captain Green und ich freue mich ganz besonders, heute so bei Ihnen zu sein. Und da hat es. Da hat es Geld in der Luft, schau mal. Da hat es. Ja, nein. Gewerbeverband. Und hat es Geld? Da haben wir einen, schau. Gibt es ja gar nicht. Da hat es noch nicht. Und da hat es. Guck mal. Da haben wir auch. Unglaublich. Da funktioniert es überall ins Handy. Das ist hier am Ende. Das ist ein super Start. Jetzt haben wir manchmal sogar am Boden, so. Oder hinter den Ohren. Hey. Achtung. Darf ich jemals noch mit dir auf? Stopp, so weiter drücken. Ja, danke vielmals. Das ist dir alles.
Ein wunderschönes 75-Jahr-Jubiläum vom Gewerbeverein Würrelos geht zu Ende. Wir haben vieles erlebt, wir haben sehr gut gegessen, jetzt eine wunderschöne Musik und wir gehen zum Tanz. Mein Tanzpartner steigt schon ein. Tschüss zusammen, alles Gute, ich gehe jetzt auf die Tanzbühne.